Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Fußball for Fans. Ja, heute habe ich ein HSV-Quiz für euch. 12 spannende Fußball-Quizfragen über den HSV, über seine Spieler, über das Stadion. Schaffst du alle Fußballfragen über den HSV? Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Ja, wer hat insgesamt die meisten Tore für den HSV erzielt? Uwe Seeler, Hubrecht oder Barbares? Was glaubst du? Und die richtige Antwort? Natürlich Uwe Seeler. Sehr gut. So, dann geht's weiter. Gleich zur nächsten Fußballfrage. Wer ist aktuell der wertvollste HSV-Spieler? Benesch, Bremt oder Reis? Was glaubst du? Und wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. So, die richtige Antwort? 2 Spieler. Richtig, Benesch und Reis. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballfrage. Auf welchem Platz ist der HSV in der ewigen Bundesliga-Tabelle? Auf Platz 18, 6 oder 12? Und die richtige Antwort auf Platz 6, sehr gut. Und wenn es dir Spaß macht, dann danke ich dir für ein Abo für Fußball for Fans. So, der höchste HSV-Sieg, ja, 9:0, ein 10:1 oder ein 11:0, was glaubst du? Und die richtige Antwort 11:0, der höchste HSV-Sieg. Super. So, liebe Fans, dann geht's weiter. Wer hat insgesamt die meisten Spiele für HSV? Manfred Galtz, Uwe Seeler oder Thomas von Hesen? Die richtige Antwort ist, mal gucken, richtig, Manfred Galtz. Richtig. So, zur nächsten Fußballfrage. Wann gewann der HSV den Europapokal der Pokalsieger? 73, 74, 76, 77 oder 80, 81, was glaubst du? Richtig, 76, 77, sehr gut. So, zur nächsten HSV-Frage, was haben wir jetzt? Wie viele Zuschauer passen in das Volksparkstadion? 54, 57.000 oder 62.000, was glaubst du? Die richtige Antwort ist 57.000 Zuschauer, richtig. So, zur nächsten Fußballfrage. Was haben wir jetzt? Ja, wann wurde der HSV gegründet? Das weiß doch jeder HSV-Fan, oder? Und, schon die richtige Antwort? Schauen wir mal. Die richtige Antwort ist 1887. Sehr gut. So, zur nächsten Fußballquizfrage. Wie oft gewann der HSV den Europapokal der Landesmeister? Einmal, zweimal oder dreimal? Die richtige Antwort ist einmal, richtig. So, was haben wir denn jetzt für eine Fußballfrage? Schauen wir mal. Der teuerste HSV-Zugang, was glaubst du? War es Kostic, Van Nistelrooy oder Van der Vaart? Und wie gesagt, ich danke dir für ein Abo. So, die richtige Antwort, richtig, Kostic für 14 Millionen Euro von Stuttgart. Sehr gut. So, die nächste Frage. Ja, wie oft wurde HSV deutscher Meister? 4-mal, 6-mal oder 9-mal? Was glaubst du? Die richtige Antwort ist 6-mal, richtig. So, ja, die nächste Frage. Was haben wir jetzt? Wie oft gewann der HSV den DFB-Pokal? Einmal, zweimal oder dreimal? Und weißt du es? Die richtige Antwort, dreimal hat HSV den DFB-Pokal gewonnen. Super. So, ja, liebe Fußballfreunde, das war mein HSV-Quiz. Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußball-Videos nicht. Wir sehen uns. Viel Spaß. Tschüss.